Jon und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live mit einem fetten Sprachfehler. Und wir starten mit einem kleinen Rückblick aufs Wochenende. Und zwar gab es die sechsteiligen Drachensets also Dragon King Sets im Cash Shop für 4800 W-Coin statt 6800 W-Coin. Und ich gehe stark davon aus, das haben sie nur deswegen gemacht, weil es halt jetzt eben die neuen Sets gibt, oder gab besser gesagt. Eben auch für 6800 Bitcoin und die halt 4 von 4 schon besser sind als die anderen Sets. Na gut, okay, mit Cloak und Maske sind die Drachensets immer noch besser, aber ich meine, du brauchst dafür auch Cloak und Maske. Und ich meine, wenn du 6 Teile mit 4 Teilen vergleichst, dann müssen die 4 Teile schon ziemlich krass sein, wenn sie 2 Teile ersetzen und dann noch besser sind. Aber so oder so haben sie das, denke ich mal, nur deswegen gemacht. Aber ist ja die Frage, ob das jetzt vielleicht nicht auch ein Zeichen darauf ist, dass diese königlichen Gewänder, also die neuen Azurite Sets, bla bla bla, doch öfter in den Cash-Shop kommen, weil wäre das jetzt eine einmalige Sache gewesen und diese königlichen Gewänder würden jetzt nur alle, keine Ahnung, 3, 4, 6 Monate oder was weiß ich was kommen, also so richtig selten halt, dass sie auch wirklich, sag ich mal, ihren Wert behalten, also auch im Cash-Shop, dass halt, wenn die im Cash-Shop sind, dass die jetzt halt sofort direkt zigfach gekauft werden. Denke ich mal nicht, dass das. Also ich denke, dass das jetzt ein Zeichen dafür ist, dass sie definitiv wieder in den Cash-Up kommen. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe jetzt zu lang gelabert. Genau, also denke ich mir, könnte aber auch falsch liegen. Also es könnte auch einfach sein, es könnte auch sein, dass es einfach nur deswegen jetzt billiger ist, weil sonst wird sich jetzt gerade keiner mehr kaufen. Ist die Frage, ob sich überhaupt jemand gekauft hat, aber trotzdem. Also ich meine, es ist jetzt eh vorbei, weil heute ist schon Dienstag, beziehungsweise wenn das Video kommt, ist schon Mittwoch, aber trotzdem könnte sein. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, dann gibt es noch die Pret-A-Porter-Roulette-Box, dieses mit den Random-Kostüm-Dingern. Na gut, was heißt Random? Random ist es nur, wenn man sich hier die hier oben kauft. Man kann sich auch das gesamte Bundle kaufen, da hat man dann alles. Und ja, könnt ihr euch durchlesen, was da so für Sets drin sind. Ich würde es keinem empfehlen, weil das ist meistens nichts Wertvolles dabei, bis auf die Mitsu-Yokata-Heads, aber selbst die haben extremst an Wert verloren. Die waren ja mal irgendwie über 100 mehr wert, jetzt sind es nicht mal mehr 5 oder so, oder gerade mal noch so 5, und na, das ist nicht wirklich krass. Genau, ja, dann zum XP-Event. Also, ich habe ja meine, sag ich mal, Spekulationen abgegeben zu den Maximalleveln, die erreicht werden könnten oder erreicht werden. Machen wir das auch noch auf 51 bis 100. Und wie viele 155er es gibt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, ehrlich gesagt. Ich glaube, irgendwas im 60er-Bereich. Müssen wir jetzt tatsächlich das Video nochmal anschauen. Vielleicht weiß es noch einer von euch. Ich werde es dann später, denke ich mal, nachschauen. Liege aber safety, richtig. So oder so, ich habe schon gesehen, weil ich musste die Rangliste logischerweise öffnen, und ich bin sehr enttäuscht, muss ich sagen, weil vor XP-Event war 163 unser Leader der höchste, und jetzt ist das höchste mit 164. Also ich meine, was heißt, ich bin enttäuscht? Ich meine, ich faules Stück Scheiße, habe nicht mal ein Level gemacht, das ist mir schon klar. Aber ich meine, gut, Evil Kun, muss man sagen, ist relativ krass. Ich glaube, der hat irgendwie 8, 9 Level gemacht. Also der hat jetzt natürlich ziemlich aufgeholt. Aber gut, Ban war, glaube ich, auch schon 160 oder 61. Der hat jetzt auch nicht wirklich viel gemacht. Unser Leader auch. Ich meine, man muss sagen, was heißt nur ein Level? What the fuck? Ich meine, da muss man übelst hart reinsuchten, um so ein Level abzumachen. Beziehungsweise nicht mehr so hart reinsuchten, aber muss auf jeden Fall XP-Scrolls benutzen. Und das ist halt auch schon ziemlich teuer. Und vor allem bringt es einem halt wirklich eigentlich gar nichts, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und ja, genau, die höchsten Spieler von Devos, Gaara auf Moran hat 163 gemacht, und dann, ja gut, hat sich jetzt nicht so ultra viel verändert. Natürlich sind jetzt einige mehr auf Level 155 plus, beziehungsweise es sind viel mehr Leute auf Level 160 plus. Vorher waren es, glaube ich, 3 oder 4, und jetzt sind es, ja, 11. Also gut, das ist natürlich nicht schlecht, aber insgesamt muss ich sagen, eher enttäuscht. Und jetzt schauen wir mal, wie viel 155er gibt es. 65, genau, okay. Ja, ist, sage ich mal, nicht schlecht, aber ja, hätten schon 80, 90 sein können, wenn man mal ehrlich ist. Aber was ich jetzt ganz vergessen habe, was ich noch nachschauen wollte, war, ich wollte noch im englischen Flive nachschauen, wie es da aussieht, weil ich glaube, die sind krasser. Heilige Scheiße, 168. Master Me, ein One-on-One-Templar. Warum kann ich das nicht aufklicken? Ah, lol. Ja, was ist passiert? Warum lädt es? Ah, okay. Heilige Scheiße, Master Me, den kennt man vom, vom Time Attack Event, und
Wow, okay, das ist krass. Hier sieht es aber auch nicht sehr viel krass aus mit 155ern. Hier sind es 73. Und ja, gut. Ein paar mehr 160er sind es schon. Hier sind es 21. Na gut, das heißt, ja gut, es sind einige mehr. Dann haben sie auch 3 auf 164, 2 auf 165 und 1 auf 166 und eben 1 auf 168. What the fuck? Der Typ muss echt die ganze Zeit durch. Aber das ist das, was ich gesagt habe. Das Allerhöchste, was man werden kann, ist wahrscheinlich 168. Und wenn man richtig hart reinzuchtet, aber es nicht komplett übertreibt, 166. Wow, gute Predictions, aber leider für den falschen Server, also beziehungsweise für die falsche Region. Aber das ist echt krass. Also 108, also ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass irgendjemand schafft. Also auf Devos hätte ich, glaube ich, ein Schwein gefressen, also ein ganzes ungebraten, wenn das einer geschafft hätte. Na gut, das sollte ich meinen Mund nicht zu voll nehmen, aber Alter, der wird, der schafft wahrscheinlich, keine Ahnung, beim nächsten XP-Event spätestens 170, würde ich jetzt mal meinen. Allein, dass der jetzt schon 168 ist, what the fuck? Gott, ich würde so gern seine Equips sehen, Alter. Heilige Scheiße. Okay, aber ich verbringe schon wieder viel zu viel Zeit im Browser. I'm sorry. Wir werden jetzt auch ein kleines bisschen leveln. Dann kriegt man nochmal so einen kleinen Eindruck, wie beschissen das eigentlich ist. Also auf so einem Level, beziehungsweise ohne XP-Event, weil jetzt ist das XP-Event natürlich wieder vorbei. Auch mit Dela mal eine Transition machen, sonst geht hier noch was schief. Genau. Aber ja, ich muss auf jeden Fall sagen, von Devos bzw. von den deutschen Servern echt ziemlich enttäuscht. Also ich meine, klar, wie gesagt, ich meine, ich sollte mein Maul halten. Ich habe gar nichts gemacht, das ist klar. Na, wobei stimmt nicht, ich habe 20% gemacht. Aber ja, ich habe pretty much nichts gemacht. Das ist schon klar. Aber keine Ahnung, ich hätte echt mehr erwartet, ehrlich gesagt. Vor allem manche Leute halt jetzt auch mit dem Feiertag, also von Montag, also Montag auf Dienstag war ja Feiertag. Das heißt, Montagabend beim XP-Event hätte man auch nochmal hart leveln können, aber echt nicht so krass. Sind auch nur 65, 155er. Das waren, wie viel waren es, als ich letztes Mal nachgeschaut habe? 46 oder 48? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Eins von beiden. Was wollen wir noch anmachen? Ja, ich will es eigentlich nicht mehr so viel anmachen, weil es ist ziemlich spät. Es ist jetzt eigentlich nur noch so. Ach, und linke Tech. Ah, verdammt, ich habe meine Party auch nicht gefüllt. Wow. Das ist nicht gut, aber egal. Ist jetzt ja nur kurz. Ja, also auf jeden Fall, ich hätte halt echt mehr erwartet. Also es sind, haben gerade mal roundabout 20 Leute auf Level 155 gelevelt und ich bin mir ziemlich sicher, dass fast alle davon auf 152 plus waren. Das heißt, die haben jetzt auch nicht wirklich krass was gemacht, weil ich habe so viel seelengebundene Amplis, davon müsste ich nur ein Stack reinhauen, ob es CXR oder Q ist, ist egal, dann haue ich mich 5 Stunden auf, oder, na gut, 5 Stunden würde wahrscheinlich nicht reichen, aber 10 Stunden bei einem Doppel-XP-Win, maximal auf Dacrathesia, dann bin ich auch 155 und das ist halt wirklich kein großer Aufwand, also das ist schon echt krass, also ich hätte wirklich mehr erwartet, weil es halt ein einwöchiges XP-Event war und dann eben am Wochenende dachte ich mir jetzt so, weil ich habe auch in der Gilde gesehen, dass einige angefangen haben zu leveln und gut, es haben auch einige gelevelt, klar, aber keine Ahnung, ich hätte wirklich mehr erwartet. Aber wie gesagt, das muss man natürlich auch so sehen. Das habe ich ja vor dem XP-Event schon gesagt. Es bringt einem halt eigentlich wirklich gar nichts. Und gut, natürlich die Stat-Punkte, aber die sind ja quasi nicht wirklich viel. Und ja, keine Ahnung, das ist einfach schwierig, 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 da Motivation zu finden. Ich meine, ich finde nicht mal Motivation auf Level 155 zu kommen, wobei ich auch ganz ehrlich nicht wirklich Zeit dafür habe. Aber Lust habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich, weil es eben nicht so viel Sinn macht. Ich hätte viel mehr Lust, meinen Knight zu leveln, muss ich sagen, aber der hat halt leider noch kein Equip. Weil ja Leute schon meinten, weil ich ihm ja darüber beschwert habe, oder was heißt beschwert habe, aber weil ich ja gesagt habe, dass es seit Dela Leveln eigentlich komplett sinnlos ist, weil der ja wirklich nur zum Buffen und Supporten da ist und ob der 136 oder 155 ist, ist vollkommen Wurst. Stimmt. Aber da muss ich jetzt sagen, es bringt mir schon ein bisschen was. Sollte ich ihn irgendwann mal zu einem Tank oder was weiß ich was machen, dann bringt es mir schon was. Plus mehr Int-Buffs halten länger bringt so gesehen auch ein bisschen was. Also das ist jetzt nicht so krass, dass es gar nichts bringt. Aber trotzdem stimmt schon irgendwo, eigentlich ist es sinnlos. Und mein Knight zu leveln wäre das sinnvoller. Allerdings ist halt auch blöd, weil da müsste ich mit Dela trotzdem reinkommen. Und dann würde ich hier halt mit zwei Chars stehen. Und mein Knight ist halt auch komplett schutzlos ausgeliefert, weil der hat ja so ein niedriges Level, die sind 19 Level über ihm. Und ja, der würde. Ja, wobei One-Hitted würde der wahrscheinlich nicht werden. Ich weiß gar nicht, was der ungebufft für AP hat, oder ich könnte ihn ja auch immer mitbuffen, aber
Weiß gar nicht, was der hat. Ich glaube, er ist 26k oder sowas. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Den könnte ich auch leveln. Aber ehrlich gesagt, mein Knight, den will ich dann auch irgendwie selber leveln und nicht leveln lassen. Was natürlich so gesehen Schwachsinn ist, weil wenn ich es jetzt einfach beide level und dann der Knight equipper, dann hat er schon mal, keine Ahnung, der ist jetzt 139, wenn er so viel XP, also Dela ist 3 Level niedriger, der kriegt jetzt ziemlich viel XP hier. Vor allem beim XP-Wind hat man es gesehen, also wenn ich dann den Knight ein bisschen mitziehen würde, der könnte schon so 145, sage ich mal, ohne so große Probleme werden, weil der hat ja auch diese seengebundenen ES-Amplies, normale ES-Amplies habe ich auch und der hat auch seengebundene Qs, XRs etc., also da könnte man auch mal was anmachen. Easy peasy, wobei dann würde ich wahrscheinlich eher auf 150 oder noch höher ziehen. Aber wie gesagt, das würde ich eigentlich gern selber leveln. Und von dem her ist eigentlich Dela momentan der einzige wirkliche Leech, den ich so nehmen kann. Mentalist wurde noch vorgeschlagen. Aber ehrlich gesagt, mein Mentalist, den... also der, der wirklich gar keine Equip, der hat einen T-Bar-Set plus 3. Also der ist ja wirklich nur als Behemoth-Debuffer erstellt worden. Oder was heißt erstellt worden? Erstellt war er schon ewig. Aber der war ja Level 66 Non-Master und dann habe ich ihn auf 130 gezogen. Was auch eine ganz schöne Action war und ohne Hilfe hätte ich das auch niemals geschafft. Aber für den habe ich momentan gar keine Verwendung bei Behemoth. Ach ja, stimmt, genau. Wenn es euch interessiert, das habe ich jetzt leider nicht offen, aber schaut mal ins englische Forum. Da wurden jetzt neu, also ins englische Fly-Forum natürlich, keine Ahnung, was für ein Forum es sonst noch gibt, aber nicht, dass mich jemand missversteht. Da wurden updated Yggdrasil-Waffensets gepostet. Und zwar die Effekte und auch die Waffen, weil irgendjemand, also anscheinend waren die Effekte, die damals, oder was heißt damals, also die bei der Veröffentlichung falsch, also angegeben wurden, waren falsch. Und jetzt haben sie eben die updated, also die In-Game-Stats veröffentlicht und ich habe es mir angeschaut, ich habe kurz durchgescrollt, mir jeden Set-Effekt durchgelesen und habe jetzt ehrlich gesagt, also mir ist jetzt nichts wirklich aufgefallen, was so krass anders wäre. Also die setzen immer noch reine Tank-Sets bis auf das Harlequin-Set und... Ja, weiß jetzt nicht ganz genau, was da jetzt anders war, aber einige Leute meinten anscheinend, dass die Ingame-Effekte von denen auf der Website, die bei der Veröffentlichung gepostet wurden, halt eben abweichen. Und Clake hat dann eben daraufhin die quasi Ingame-Stats ins Forum gepostet mit Screenshots und da kann man sich das jetzt eben anschauen. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt nicht wirklich eine Veränderung entdeckt und ja, das Harlequin-Set ist wie gesagt das einzige, was Crit-Damage gibt, das einzige wirkliche Damage-Set und jo, ansonsten weiß ich jetzt nicht genau, also ich hatte jetzt auch keine Lust, jedes einzelne Ding zu vergleichen, weil es hat eh kaum jemand die Yggdrasil-Sets, Waffen schon eher, aber die Sets hat echt noch kaum jemand und von dem her, ja, und tragen wird es ja auch fast niemand, also keine Ahnung, sich da den Aufwand zu machen und alles zu vergleichen und dann schauen, welche zwei, drei Sets da irgendwie einen Unterschied haben, ist relativ unnötig, denke ich mal. Genau, aber falls euch es, wie gesagt, interessiert oder falls ihr euch gedacht habt, oh, da fehlt, da stimmt irgendwas nicht, dann, wie gesagt, seht ihr jetzt die richtigen Stats bei denen. Wobei, wenn ihr die Sachen selber habt, dann müsst ihr die richtigen Stats ja auch in-game haben, von dem her wäre es auch Schwachsinn. Aber egal. Genau das noch. Und sonst, was ist sonst noch passiert? Ja, ich habe am Wochenende, wie gesagt, gar nicht gelevelt, aber das ist auch keine große Überraschung. Mache ich ja die ganze Zeit schon nicht. Und genau. Ach, eine Sache noch, das 2x2 ist gleich 100, oh, da steht es auch, 2x Buff-Event läuft noch, genau, da habe ich heute schon jemanden gesehen auf der, nicht Shop, Melvin Flares, der gefragt hat, wo man sich den 100, oder wo man sich den ADK-Dev-Buff holt, beziehungsweise wo man den sieht und so, den sieht man nicht, hat Piccolo im Discord gepostet, den sieht man nicht unter H, aber man kann sich gewiss sein, dass der Buff auf jeden Fall oder die Buffs auf jeden Fall aktiv sind, beziehungsweise er hat irgendwie so geschrieben, dass sie mehr Schaden macht und weniger Schaden erhaltet. Also die Buffs laufen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie laufen, weil ich habe bei meinem Knights kommen, Jester, ihr merkt schon, ich bin ziemlich verpeilt, es ist auch ziemlich spät, das Video, aber ich habe gesagt, das nächste Video kommt Mittwoch, deswegen musste ich das jetzt noch machen. Also das heißt, musste, aber wollte ich jetzt das noch machen. Aber bin gerade eigentlich nicht wirklich in Flive, im Flive-Thema. Keine Ahnung. Ja, ich rede auch lauter Schwachsinn. Jedenfalls bei meinem Jester habe ich deutlich gemerkt, dass der so wenig Schaden bekommen. Der hat mich auf jeden Fall die 900 Dev gemerkt. Also der Buff läuft definitiv, zumindest der Dev-Buff. Beim ATK-Buff, bei Asumio kann ich es jetzt schlecht testen, weil ich habe keinen wirklichen Vorher-Nachher-Vergleich. Da müsst ihr mir die Videos anschauen. Also ich mache knapp unter 20k ohne Link-Attack, das weiß ich. Aber ich habe jetzt noch einen Christmas-Cake an. Und ja gut, die Party ist jetzt auch nicht so voll wie sonst immer. Also ja, das ist ein Vergleich zu finden, da müsste ich genau das, die gleichen Bedingungen setzen. Aber 900 ATK ist jetzt auch nicht so ultra krass. Also das merkt man gar nicht mal so extrem. Was man, denke ich mal, mehr merkt, vor allem als Anfänger, ist die 900 Def, weil du kriegst Vorlevel, keine Ahnung, 100...
10 oder so, bevor die Mobs nicht ein gewisses Level haben, beziehungsweise Astria gar nicht, kriegst du überhaupt keinen Schaden mehr, weil einfach 900 Def zusätzlich ist schon ultra krass. Ich meine, bevor dem Update, warum auch immer hier die Def-Werte so komisch sind, also warum auch immer Azumiya 2300 Def angezeigt bekommt, was einfach nicht stimmen kann, weil sonst hätte die Def-Anzeige vorher nicht gestimmt. Keine Ahnung. So oder so, hatte die vorher, ich glaube immer 700 Def sowas in dem Dreh, und mit 900 Def hast du das einfach schon mehr. Und dann hast du ja die 700 Def, also jetzt im Azumiya-Level-Bereich 70, was weiß ich, wenn man vielleicht 700 Def hat, dann hast du die einfach nochmal obendrauf zu den 900. Also da hast du dann einfach mal deine Def verdoppelt, verdreifacht, was weiß ich. Kommt halt darauf an, wie viel du hast und ob du Prozente hast. Also Verteidigungsprozente, kommt halt darauf an, welche Klasse es hat, etc. Aber auf jeden Fall, das merkt man im Low-Bereich extrem. Also ich finde den Buff für Anfänger echt ganz cool. Für alle anderen, die werden ihn wahrscheinlich jetzt nicht so extrem merken. Aber ja, ist nicht schlecht. Kann man auch mal eine Woche mit spielen. XP, beziehungsweise mir wäre ein Drop-Event nochmal lieber gewesen. Aber naja, es war ja erst eine Woche, von dem her kann man sich da nicht wirklich beschweren. Genau. Aber auch so würde ich mich über ein neues Event freuen, weil ja, jetzt 3 Wochen so. Ich meine, gut, das Oster-Event lief ja noch, aber ganz ehrlich, das Oster-Event war ja eh so. Das war einfach 4 Wochen lang Oster-Airdroppen, 4 Wochen lang ein Item droppen, eine Sache dagegen umtauschen und kein Schwein außer GW-Spieler hat es eigentlich gebraucht. Ja, das brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen zu dem Event, aber. So oder so, ich hoffe auf jeden Fall, dass das nächste Event bald kommt. Und was mir vorhin aufgefallen ist, beziehungsweise jetzt gerade läuft auch, Fußball heute, weiß ich zufällig, weil es ja so ein wichtiges Spiel ist und ich mich sehr freuen werde, wenn Bayern verliert, weil kann man die Leute damit aufziehen, dass Bayern verloren hat. Mir persönlich geht es am Arsch vorbei. Aber auf jeden Fall startet ja bei die Fußball-WM in 1,5 Monaten, Mitte Juni, glaube ich, geht's los. Und ich hoffe, dass dieses Jahr wieder ein Fußball-Event kommt in FlyFair, weil das sind immer die mit Abstand am geilsten Events eigentlich im ganzen Spiel. Und ja, es ist nur noch 1,5 Monate, Jungs und Mädels. Das wird auf jeden Fall geil, wenn da was kommt. Aber davor sollten auf jeden Fall noch ein, zwei andere Events kommen. Und ja, darauf freue ich mich natürlich auch. Kommt halt drauf an, was es ist, aber gucken wir mal. Genau, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.